Anträge auf Baukindergeld können jetzt bei der KfW gestellt werden. Die wichtigsten Fakten dazu erfahren Sie hier. Beantragen kann man das Baukindergeld bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von maximal 75.000 Euro pro Jahr. Pro Kind gibt es zusätzlich noch einen Freibetrag von 15.000 Euro. Somit erhöht sich die Einkommensgrenze bei einem Kind auf 90.000 Euro und bei zwei Kindern auf 105.000 Euro. Wenn Sie ein Haus bauen oder kaufen oder eine Eigentumswohnung erwerben, können Sie Baukindergeld beantragen. Einzige Bedingung? Sie und Ihre Familie müssen selbst darin wohnen. Für alle, die ihr neues Wohneigentum vermieten möchten, ist das Baukindergeld daher nicht geeignet. Die Förderung erhalten Sie, wenn Ihr neues Zuhause an dem Tag, an dem Sie den Kaufvertrag unterschreiben oder die Baugenehmigung erhalten, Ihre einzige Wohnimmobilie ist. Wenn Sie Eigentümer einer geschenkten oder geerbten Immobilie sind, kommt die Förderung für Sie nicht in Frage. Mit dem Baukindergeld erhalten Sie pro Kind jedes Jahr 1.200 Euro Zuschuss für 10 Jahre. Für zwei Kinder sind dies 24.000 Euro. Ihren Antrag können Sie direkt bei der KfW online stellen. Dafür gibt's das KfW-Zuschussportal. Dort registrieren Sie sich einfach und stellen Ihren Antrag online. Alle Details zum Baukindergeld finden Sie unter kfw.de/424. Oder gehen Sie direkt online zum KfW-Zuschussportal.